Ich habe 10 Escape Rooms in Minecraft gebaut. Escape Rooms sind Räume, aus denen man versucht, wieder rauszukommen. Um von einem in den anderen Raum gelangen zu können, muss man mehrere Rätsel lösen. Von versteckten Hebeln über selbstgebraute Tränke bis hin zum Villager Trading ist alles dabei. Heute sind Wichtiger bei Sepp und Erfo an der Reihe. Was glaubst du, wer wird es als erstes durch alle 10 Räume schaffen? Schreib's jetzt in die Kommentare, ich bin jeden Tag live auf Twitch. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Bereit! Ich bin bereit! Willkommen im Escape Room. Du musst aus diesem Raum gelangen zum nächsten. Es gibt 10 Räume. Du darfst dabei einen Block tief in den Boden. Jeder Raum hat ein anderes Rätsel. Hä? Ja, ich habe eine gute Idee, glaube ich. Ja. Was ist das hier? Das ist der nächste Raum. Und ich brauche einen Hebel. Du hast eine kleine Sicherheitslücke. Oh, oh. Wenn man ein Holz gefunden hat, kann man daraus einen Hebel machen. Und damit ist man ein richtiger Gamer. Lass dich einfach mal machen. Was? Alter, wie dumm! Du hast den Raum noch nicht ganz erforscht, mein Lieber. Hier wird eine Eisentür, aber wie? Wow. Wie kriege ich Cobblestone her? Den Stein abbauen! Oh. Oho. Willkommen in Raum 2. Lass mich kurz nachdenken. Boah, hier muss auf jeden Fall irgendwas versteckt sein, glaube ich. Ja, man will halt schon wieder... Weißt du, das fuck mich halt schon. Ich kann nicht brauen. Lass mich in Ruhe, Alter. Ich mach's ohne brauen. Das geht sicher ohne brauen irgendwie. Ich springe in den Tod, weil hier unten ist irgendwas. Nein, ist es nicht. Doch, doch, das habe ich. Doch, doch. Sicher? Ja, ja. Oh! Den Knopf. Alter, what the fuck, Mann? Es war sehr, sehr easy. Okay, perfekt. So, jetzt machen wir direkt das nächste rein. Ich habe keine Ahnung, was es bringt, aber es muss ja irgendwas bringen. Stärke, scheiße. Ist irgendwo eine Kiste? Ja, das ist eine Kiste, oh mein Gott. Sehr aber nichts, was mir was bringt. Ich hab keinen Bock zu bauen! Oh, mach ich was falsch? Ich muss erst die Warte machen. Das war nice. Auf, komm. Mhm. Auf. Ja! Ah, oh mein Gott! Jump Boost! Wieso spawnen nur kleine Ratten? Oh. Okay, ich hab Sprungkraft, Bro. Lass wir dich erstmal mies reingehauen, Digga. Aber es ist doch jetzt eine Einser, oder? Doch, es geht. Huhu, saved! Oh, shit. Jump, jump! Und ich hab's geschafft! Perfekt. Willkommen in Raum 3. Oh mein Gott, ich bin... Was will er denn haben? Der bietet überhaupt nichts an. Oh, Rockscham. Was läuft denn hier? ich habe einen Esmeraldo-Block bekommen. Ja, also so sollst du es nicht lösen, wenn du es machst. Was? Wäre ich nur ein Enderman? Ich gehe jetzt da rein. Nein! Ein Eimer rausholen und das ist jetzt ein Wasser. Und dann mit dem Wasser kann ich jetzt easy... Was? Weg Baba nach oben schwimmen und direkt in den nächsten Raum. Oh, Junge! Ich kann die einfach dahin. Oh. Okay. Lol. Nein, Dicker. Bin ich grad dumm? Wo geht's lang? Gute Frage. Also ich hab Atmung. Da ist ja einfach ein Eingang, hä? Wie schlecht? Was? Wie schlecht? Hab ich gar nicht gesehen. Deutsche Papa Platte Event. Das ist actually sehr, sehr schwer. Oh, oh boy. Oh shit, man. Es ist ein Labyrinth. Es gibt so eine Regel, dass du immer nach rechts gehst und dann kommst du irgendwann ans Ziel. Und muss ich immer rechts halten. Immer nach rechts gehen, so hat mir das mein Vater beigebracht. Nein und nein und nein, ich will nicht sterben. Ah, einer. Oh mein Gott. Ich pranke 3 YouTuber in einem unendlichen Wasserlabyrinth. Die Tücher, trink einfach. Oh, come on. Ja, hä? Was? Hä? Oh, wait, hä? Sehr viel Lucky. Ich hab nen Poseidon. Oh. Das ist so OP. Oh mein Gott. Und jetzt? Papa, ich muss raus. Es geht nicht. Mit dem Dreizack muss ich jetzt nach draußen finden. Stuck. SOS. Hallo? Nee, bist du nicht. Das ist ein Knopf gewesen. Alter. Ach so. Junge, wo lang muss ich? Ich habe schon eine Idee, wo ich lang muss. Ja. Ach so. Hä, das ist ja voll schwer, dahin zu fliegen. Ja. Erfolg geprankt. Mann, jetzt hast du mich richtig dran bekommen. Was mit Essen? Schnell, schnell, schnell. Ja. Yeah. Oh. Ja, das war's. Genau, da war Erfolg auch stuck. Oh. 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 Let's go! Schreibkurs für Kinder, GG, das ist genau mein Ding, ich kann nicht mehr lesen. Ah, Hebel. Oh, ah, du. Ah, wichtiger. Hä, hey, was mit dir, hä? Und. Oh, war das dumm? Yee! Oh! Nee, ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, ich hab dich so outplayed! Versteh's nicht! Sadas, nee, das. Hier ist irgendwo ein Knopf. Hä? Schreibkurs für Kinder. Warte. Ja! Ich hab's! Für Kinder. Alles drauf, Digga. SAD, SAD. Da hat sich ja jemand echt Mühe gegeben, Alter. Alter, was?
Scheiße, das war ja übel kacke von mir. Gibt's Pfeile? Wahrscheinlich irgendwo ein Secret Chest oder sowas. Fluss ist auch nichts. Ich suche ehrlich gesagt gerade nur eine Kiste. Ja, aber ich meine, ich kann es auch mal anklicken, oder? Nee. Nee, kann ich nicht. Ah! Denkst du ernsthaft, wir sind so stupid? Das versucht jeder. Warst du schon mal in einem Escape Room selber? Nee. Hast du schon mal Escape Rooms in echt gemacht? Ja, da war ich 3 Stunden stuck und hab geweint. Ja, genauso wie jetzt. Warst du schon mal selber in einem Escape Room in Real? Ja, also, aber ich hab immer gesackt einfach. Digga, wir haben eine mitten in der Nacht mit 10, wie das sich die Minecraft-Rätsel lösen. Das ist so fucking schwer. Keine Ahnung, was denn Edition ist, was ich machen soll, aber I don't know, wirklich. Aber ich muss den Knopf da oben betätigen, ne? Ja, den da oben. Alles klar. Brrr, gibt's Gravel? Bin ich gerade noch Erster? Ja, ne? Ja, ja, ja. Was hast du denn zur Verfügung, was du craften kannst, um diesen Knopf zu aktivieren? Wenn ich einen Pfeil mache, dann brauche ich auch einen Bogen. Nein, ich scheiß Melonengolem. Das ist Gravel, Dicker. Oh mein Gott. Let's go! Ja, jetzt macht er den. Easy. Wait! Wait. Hallo? Nachdenken, Kleiner. Nachdenken, Kleiner. Halt die Fresse, Kleiner. Oh, ja. Oh, ja. Vielleicht bauen wir einfach das ab und dann wird eine Rewell. Ah, lol. Das ist ja lucky. Wo geht was auf jetzt? Ja! Ja. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Nice. Okay, perfekt. Also, ich weiß schon mal, dass ich schlechte Videos mache. Ich hab's jetzt schon. Ich mach's einfach anders. Es ist insane, wie schlau ich bin. Ich halte die Luft an und ich atme erst, wenn ich aus dem Raum raus bin, okay? Hier ist auf jeden Fall String. Hier sieht... okay. Ich muss vielleicht mal rote Blöcke beachten. Haken. Wie macht man den? Boah, und dann hier das Redstone bauen. Zack, und dann irgendwie den Haken machen. Boah, wie ging nochmal der Haken? Let's go! Was? Oh! Was? Oh mein Gott, ich kann wieder atmen, yeah! Ja, als hättest du jetzt 4 Minuten die Luft angehört. Okay. Hä? Aktiviert die Glocke! Fire Resistance. Ruft in der Feuerresistenz direkt gejoinkt. Perfekt. Okay, was genau ist jetzt meine Intention hier? Wahrscheinlich in die Lava springen, oder? Juhu, let's go. Okay, der Knopf ist auf jeden Fall nicht das Richtige. Aha. Das war. Und? Nach 39 Minuten hat er vor es geschafft. Ja, ich bin so schlau. Oh mein Gott, 24 Minuten. Ey, ich hab's geschafft. 35 Minuten. Herzlichen Glückwunsch. Alright. Hab ich gewonnen? Bann, wichtiger. Hab ich gewonnen? Hallo? Oh mein... Ich fand's ziemlich leicht. Wer weiß, vielleicht warst du der schnellste Teilnehmer. Ja! Nein. Ich fand auf jeden Fall, das war einer der besten Escape Rooms, die ich je in meinem Leben hatte. Falls ihr das auch so fandet, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst auf den Kanal von Tjam namens Feuerstein. Und ja, viel Spaß mit dem Auto. Was? Was sind die Odds, dass das passiert, Chat? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert? Nee, dann, Digga, Timori, was geht? Nee.